Brüche dividieren ist gar nicht so leicht. Ja gut, sagen wir mal, diese Aufgabe hier oben, die ist leicht. Ein Viertel geteilt durch drei, da muss ich ja nur rausfinden, wie kann ich dieses ein Viertel, was ich da in meinem Becher hier habe, in drei Teile unterteilen, ja? Also auf drei Teile aufteilen. Etwas schwieriger wird es dann bei ein Viertel geteilt durch ein Halb. Das muss man sich so vorstellen, man will diesen ein Viertel Liter, den man hier im Becher hat, will man in einen halben Becher reintun. Also ein Becher, der nur noch halb so groß ist. Andersrum könnte man fragen, diese Flüssigkeit in diesem Becher im Großen, wie schaut die aus, wenn man die gleiche Menge in nur die Hälfte des Bechers reintut? Damit ihr das zu Hause auch gut hinkriegt, hier noch kurz die Maße. Die Becher sind 8 cm hoch und 4,5 cm lang. Wenn ihr das nicht untereinander oder nebeneinander hinkriegt, dann macht die Seite quer oder nehmt es untereinander. Und dieser eine Becher ist dann natürlich nur die Hälfte hoch, nämlich 4 cm. Wie jetzt dividieren geht, das werde ich euch jetzt zeigen. Ein Viertel geteilt durch 3, das heißt doch, dass ich diesen Bereich, ein Viertel, also die Flüssigkeit hier in diesem Becher, durch 3 teilen muss. Das heißt, ich muss es in 3 Teile unterteilen. Das kennen wir eigentlich schon, ja? 1, 2, 3, jetzt habe ich 3 gleich große Teile. Und dann schaue ich mal an, wie das im 9 ist. Also klar, wenn ich den Teil hier ausschneide und dann hier reinfülle, dann sackt es runter. Ich hätte natürlich auch hier die Schnitte machen können, da wo jetzt meine Maus ist. Lange Rede, kurzer Sinn, das Ergebnis ist ein Zwölftel und tatsächlich kennen wir das doch eigentlich schon. Ein Viertel geteilt durch 3 ist ein Zwölftel, das war doch dieselbe Aufteilung wie ein Viertel mal ein Drittel. Von der letzten, beim Multiplizieren. Tatsächlich ist das gleiche. Ob ich ein Viertel geteilt durch 3 Eintel rechne oder ein Viertel mal ein Drittel, kommt auf das gleiche raus, rechnerisch. Hier teile ich durch 3, gibt ein Zwölftel. Hier nehme ich mal ein Drittel, ist genau das gleiche, gibt auch ein Zwölftel. Und da sind wir natürlich auch schon beim ersten Merksatz. Wir dividieren eigentlich nicht beim Brüche dividieren, sondern wir tun mit dem Kehrwert multiplizieren. Der Kehrwert ist nämlich gerade Zähler und Nenner ausgetauscht. Das heißt, statt geteilt durch 3, also statt geteilt durch 3 Eintel, rechne ich mal, Zähler und Nenner vertauscht, ein Drittel. Und das können wir uns eigentlich gleich merken, wenn wir uns diese Aufgabe hier auf der anderen Seite anschauen. Zunächst einmal war es ja die Frage, wie oft passt dieses ein Viertel, wenn ich es umgieße, in die Hälfte des Bechers rein. Und wenn ich das gerade umgieße, dann ist dieser Becher doch halb voll. Das heißt, wenn ich einen Viertel geteilt durch ein Halb rechne, also ein Viertel in einen halb so großen Becher reinbringen will, dann kommt ein Halb raus. Nehmen wir diese Regel von unten. Da hat es doch geheißen, ein Viertel geteilt durch ein Halb kann ich schreiben als ein Viertel mal 2 Eintel. Wenn ich das hier ausrechne, kommt 2 Viertel raus und 2 Viertel ist gerade ein Halbes. Das heißt also, bei beiden Aufgaben, hier war es leichter, unterteile ich und hier musste ich mir diesen Kniff mit der Hälfte denken. Bei beiden Aufgaben ist es eigentlich ganz easy. Ich muss das, was hinten steht, in einen Bruch bringen oder, wenn es schon im Bruch dasteht, einfach nur das Geteiltzeichen wegnehmen und den hinteren Wert, den Zähler und Nenner umtauschen, also den Kehrwert bilden. Als Beispielaufgabe habe ich noch mitgebracht, ein Drittel geteilt durch 2 Siebtel, muss man nämlich nicht jetzt schauen, dass man so mit Krügen zeichnet, sondern man nimmt hier einfach so, wie wir es hier haben, ein Drittel mal 7 Halbe, also ich ersetze geteilt durch Malzeichen, drehe Zähler und Nenner um und habe dann 7 Sechstel als Ergebnis. Was haben wir also heute gelernt? Wir wissen, dass Brüche dividieren eigentlich nichts anderes ist, wie Brüche multiplizieren bei bestimmten Aufgaben. Aber wir dividieren nicht rechnerisch, sondern wir nehmen das Divisionszeichen weg und nehmen ein Multiplikationszeichen hin. Dafür müssen wir den hinteren Bruch, wenn da einer steht, umdrehen. Wenn da keiner steht, müssen wir ihn erst in einen Bruch verwandeln. Und umdrehen heißt Kehrwert, Zähler und Nenner vertauschen. Oh, könnte anstrengend gewesen sein, das Video. Notfalls nochmal anschauen. Wir sehen uns nächste Stunde. Tschüss!